So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Scarlet Nexus. Irgendwie gefällt mir unser Kopfschmuck echt nicht mehr. Ich will den nicht mehr. Sorry für diejenigen, denen das gefällt. Mir tut es das nicht. Wie kriege ich das weg? Nochmal draufklicken. Ich will dich loswerden. Ja, okay. Gut. Dann behalten wir es. Klingt auch gut. Fahren wir mit der Story fort. It's Major General Karin Travers. Keep your voice down, you idiot. Private Yuito Sumeragi. I heard you were getting chased around by the crows. Yes, sir. They're just like mosquitoes in the winter. Powerless, but annoying. So use them instead. It's easier to climb the ranks with some notoriety. You'll also learn a thing or two under Seto's leadership. Anyway, keep at it. I expect big things from you. Lucky you. Major General Karin apparently has had an eye on your talent since you were still a cadet. What? Really? Yes. A Septentrion first class thinks you're promising. Don't let him down. Major General Karin's faith in me. It doesn't seem to be because of my brother. He doesn't seem the type. Oh, crap. I can't stop myself from smiling. Anyway, could you go report to Wataru? I'm going to go check on Kagero. Why? It seems like he stayed behind in Kikuchiba, and I'm a little concerned. Oh yes, and Nagi, you entered a prohibited area back there. Write and submit an incident report immediately. Oh. Wow, a Septentrion like Kara knows you! He must really see something in you. It's so amazing that you managed to get his attention. Yeah. But I'm a volunteer soldier. You're finally here. I got so tired of waiting for you that I dragged myself out. Hurry up and give me your mission report to put on record. I want to get this over with so I can go play some games. Oh. Also erstmal cool, dass der uns kennt. Distress signal. We have to go. Ah, das wird nicht vorgelesen. Okay. You were told to write up an incident report, Nagi. But Yuito is going. Hanabi, please go see Wataru for me. And could you help Nagi write his report? I'll head over to Mizuhagawa. What? Yuito, be careful. It must be bad if Arashi is asking for help. You're backing me up. I'm counting on you. Be careful, Yuito. Oh, okay. Notfall im Mitsuhagawa-Bezirk. Mission. Beweise, dass du hergehörst. Bring mir die Daten und du kriegst eine Belohnung. Okay, das ist eine Sidequest quasi. Mission starten, werde nicht übermütig. Ist das in einem extra Gebiet? Die Mission, die aktuelle, wird ersetzt. Ja, ersetzen heißt ja nur, dass es jetzt einfach quasi, also nicht verschwindet, aber dass die eine ausgewählt ist und die andere halt nicht. Ne? Ich möchte annehmen. Es gibt ja nichts Neues, ne? Märchenkleidungsset. Animation. Ja, das Anime-Ding kann ich mal annehmen. Oh, zwei Plugins, die ständig scheitern. Nützliche Daten. Spezialmission. Ich will halt die Waffen nicht.
Aber ich will so ein Set, wo Plugins, erhöhte Überlebensrate, spezieller Bonusvertrag. Und Kleidung. Fechter-Set. Gut, ich hätte gerne. Wir können ja noch andere Plugins reinmachen, die die Verteidigung erhöhen. Gesundheitsschub. Von dem Kraft haben wir 4 Stück. Und wir sind aktuell allein. Naja, das ist so das, was wir kaufen können. Also. Jo. Ausrüstung wechseln. Erstmal das Kostüm. Oh nein, da ist nichts anderes dabei. Mist, dann. Ja, oh, das Ding in Rot sieht aber cool aus. Gut, dann. Erhöhte Überlebensrate. Anwendungshilfe. Kraft, längere SAS-Dauer. Gesundheit und Verteidigung plus 10%. Ja. Aber wir können jetzt die Gesundheit erhöhen um 80 oder die Verteidigung um 5. Ich mach doch mal den Gesundheitsschub. Ich weiß nicht, wie stark das Ganze sich dann auswirkt. So. Haben wir noch irgendwie Missionen? Ich weiß nicht, wie das mit dem Missionsding ist. Ob die dann sagen, hey, guck mal, es gibt so spezielle Missionen, die sind nur teilweise aktivierbar, verschwinden aber. Oder wie das da ist. Okay. Dann sollen wir nochmal zur Baustelle. Für die Sidequest. Phantom-Hauptstadt-Projekt. Oh, das sieht schön aus. Oh. Hi. Notfallsignal ist da. Hirnzerschmettern. Ein Angriff, der einen Gegner mit einem Treffer besiegt, nachdem dessen Schwachpunkt vernichtet wurde. Erst den Schwachpunkt vernichten, dann nochmal einen Angriff. Schmetteranzeige. Geh im Hirnschmettern. Ein kampfunfähiger Gegner mit leerer Schmetteranzeige kann nur mit Hirnschmettern besiegt werden. Okay, also wenn der Balken leer ist, dann geh und... Ja, hat was so an sich. Aber hey Water, what's it like there? The extinction belt advanced while the city was being constructed. A lot of others came down and it became a dangerous area. There are no plans to restart construction. It's a forgotten ghost town. Okay, gut, verdammt, die haben mich schon bemerkt. Trotzdem erst Items hochheben. Ah, da kannst du nichts ver. Es ist nicht so, dass man jeden zerschmettern kann. Ja, aber die wieder. Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Der hat es jetzt automatisch eingesetzt, okay.
Ja, okay, man muss nicht Türen schmettern. Ist aber nice. Sehr witzig. So, da hinten. Oh Gott, das Gebiet scheint groß zu sein. Oh, man kann aber auch nicht zu weit weg vom Missionsziel. Okay. Das war's mit dem Erkundungsdrang, der vernichtend eingeschränkt wurde. Oh. Na, nee, sorry, ihr seid mir zu weit weg vom Missionsziel. Ich kann nicht. Verdammt, ich muss. Na gut. Ah, ist das cool mit dem... Auf dem Weg kannst du das Ding halt auch noch richtig witzig hoch... mitnehmen. Und Hirn zerschmettern. Oh, Level Up. Nice. Und... Oh Gott. Moment. Warte, wie war die Ausweichtaste? Schwachstellen werden von Panzern geschützt. Stopp. Nicht ändere meinen harten Panzer. Man muss den Panzer durchbrechen. Okay, Shift ist... Oh. Yeah, doppelter Ausweichding. Dreifacher Ausweichding. Der kann mich mal. Oh, okay, er kann mich treffen. Und. Ja, also irgendwie. Kriegen wir seine Lebensanzeige vor seiner Schild down. Na, dann ist es halt so. Noch einer? Nö. Gut. Oh, da liegen zwei Items. Und ein Shop ist auch noch hier. Moment, wir müssen dann nicht runter, ne? Nicht mehr leichtes Gelee, aber wir können hier eins einsetzen. Haben ein bisschen was an Leben eingebüßt. Ein Auffüllungsgetränk. Ich finde es toll, dass es die Shops auch hier gibt. You can see, I'm in the middle of something. Do you think you could help me out? Of course. At your service. You don't need to be so formal. Age and rank don't mean much here. Yeah, sie hat so einen eiskalten Blick. I love it. I would like to help as well. Good answer. Gemma, connect Yuito to the SAS. Affirmative. Arashi. Can you use your hypervelocity to get behind the target? Do I get hazard pay? That's something you should take up with Major General Fubuki. Fine, I'll help. You two handle the front while I take the back. Damn. It's the crows! Drone! It totally gave us away to the others! It happens. The crows have a right to use their drones to broadcast. But I know how you feel. All right. You guys promise to back up my story later, okay?
for real? Orochi, you're going to be reprimanded. So get your story straight and back me up. Yuito, your power is psychokinesis, right? Use their remnants as you see fit. You can drop any crows that show up after, too. Okay. Don't say I didn't warn you. Oh, die ist mir sympathisch. So, im nächsten Part geht's weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.